Hallo, ich bin's, der Jens. Ihr seid richtig bei Optionsstrategien TV und heute ist das ein ganz, ganz besonderes Video, denn es geht um diese Zahl hier, um die 1000 und was es mit der zu tun hat, das erkläre ich euch gleich. Also, was ist die 1000? Ganz einfach, wir haben hier im Kanal 1000 Abonnenten erreicht. Und das ist natürlich was es zu feiern gilt. Und deswegen als allererstes vielen, vielen Dank an euch, denn ihr habt das schließlich gemacht. Ihr habt diesen Kanal abonniert und ich bin wirklich, wie sagt man so neudeutsch, ich bin total geflasht, dass es wirklich jetzt schon 1000 Abonnenten sind. Wir haben diesen Kanal so richtig angefangen zu bespielen, im Grunde genommen ja erst im März. Das heißt, ab März haben wir angefangen, regelmäßig Videos auf diesen Kanal zu stellen und jetzt ist das wirklich in so kurzer Zeit explodiert. Wir haben 1000 Abonnenten und das freut mich natürlich besonders, weil es zeigt mir, dass der Optionshandel eben nach wie vor eine kleine Nische ist, aber dass diese Nische durchaus wächst und das macht mich natürlich froh und glücklich, denn als wir 2011 das Buch geschrieben haben, beziehungsweise als es 2011 auf den Markt kam, da gab es wirklich ganz, ganz wenig Interesse für den Optionshandel und mittlerweile merken wir, dass es immer mehr wird und dazu soll ja auch dieser Kanal beitragen, dass wir einfach den Fokus vieler Anleger auf Optionen legen, dass man einfach Optionen kennenlernt, dass man mit Optionen tolle Sachen machen kann. Und ich will das jetzt ja gar nicht nochmal als Werbevideo für Optionen machen, denn alle, die ihr diesen Kanal abonniert habt, wisst, dass Optionen eine tolle Sache sind. So, und jetzt heißt es natürlich für uns, sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, denn jetzt wollen wir natürlich zur nächsten Stufe gehen. Das heißt, wir wollen noch mehr Abonnenten hier gewinnen, um einfach noch mehr zum Optionshandel in Deutschland beitragen zu können oder auch in Österreich oder in der Schweiz, weil ich weiß, wir haben auch ganz viele Fans, das klingt jetzt so übertrieben, aber ganz viele Menschen, Händler, Trader, die sich für das Thema Optionen interessieren und die uns hier zuschauen. Also auch an der Stelle viele Grüße in die Schweiz, nach Österreich und überall dahin, wo man uns sieht. Ich weiß, der ein oder andere aus Amerika schaut uns zu, der Deutsch spricht. Was weiß ich noch, wo auf die Welt. Also ihr könnt mir gerne auch mal hier unten runterschreiben, wo ihr überall seid und wo ihr Optionen handelt. So, und was wollen wir jetzt aber machen? Oder was möchte ich machen? Natürlich wollen wir das Ganze auch nutzen, jetzt diese 1000 Abonnenten und mittlerweile, wenn ihr dieses Video seht, sind es schon ein paar mehr geworden, um natürlich auch besser zu werden. Besser zu werden heißt in vielen, vielen Dingen. Ich will euch ein paar Sachen für die Zukunft einfach verraten, die wir hier gemeinsam auf dem Kanal machen werden und die ihr euch also in Zukunft anschauen könnt. Zum einen werden wir natürlich ein wenig in die, na nicht nur ein wenig, sondern wir werden ganz ordentlich in die Technik investieren. Das heißt also momentan machen wir das mit einer relativ einfachen Kamera, mit einem relativ einfachen Mikrofon, weil für uns war das ja auch so ein Testballon, ob es funktioniert oder nicht. Wir sehen, es funktioniert und jetzt nehmen wir natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand und werden in unseren neuen Büros dann auch entsprechend hier schöne Technik haben, die die ganzen Videos einfach ein bisschen professioneller aussehen lässt. Ihr werdet den Ton besser hören können, das Licht wird besser sein, sodass ihr also auch da von der reinen Optik und vom Klang mehr habt. Ich möchte aber natürlich auch von den Inhalten mehr für euch machen. Das heißt, auch die Inhalte sollen noch besser werden. Und das heißt eben nicht nur, dass wir weiterhin versuchen, jeden Tag in der Woche, also von Montag bis Freitag, ein Video zu veröffentlichen, sondern ich möchte eben auch mehr qualitativ hochwertigen Inhalt für euch veröffentlichen. Und da werden wir in Zukunft Serien machen. Also wir werden verschiedene Rubriken machen. Wir haben das ja jetzt schon teilweise angefangen mit unserer Lesestunde, mit dem Traders Review, mit guter Trade, schlechter Trade. Und da werden wir in Zukunft noch ein paar mehr Sachen machen. Wir werden Strategien vorstellen. Wir werden ein bisschen tiefer in die Strategien eindringen. Und einfach um euch auch zu zeigen, welche Möglichkeiten denn der Optionshandel bietet. Denn Optionshandel, das wisst ihr, das kann man mit relativ kleinen Konten machen, das kann man mit sehr, sehr großen Konten machen, das kann man super aggressiv machen, das kann man sehr ruhig und komfortabel machen. Und da möchte ich euch einfach in der Zukunft noch mehr bieten.
Und wir werden natürlich auch eins machen, und da freue ich mich ganz besonders drauf, ich werde euch noch mehr und bessere, längere Interviews anbieten. Das heißt also, ich werde ganz einfach noch viel, viel mehr Trader zu Wort kommen lassen. Optionstrader natürlich hauptsächlich, viele Leute auch, die überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen, also Trader, die ich persönlich kenne und die das nur machen, weil ich sage, komm, du bist mir ein Gefallen schuldig, also jetzt setz dich vor die Kamera und erzähl uns ein bisschen von deinem Handel. Trader aus Amerika, also ich werde Leute von der CBOE, von der CME, von der CBOT, die ich noch aus meiner Zeit in Amerika kenne, die werde ich hier vor die Kamera holen und die werdet ihr dann hier sehen und werdet sicherlich genau wie ich viele, viele neue Dinge auch über den Optionshandel lernen. Wir haben schon mit verschiedenen Autoren aus den USA gesprochen, die da Bücher veröffentlicht haben, die da Coaching-Programme machen, Mentoring-Programme machen, und auch die werden wir hier im Kanal präsentieren können und. Also das heißt, es wird ganz, ganz viel kommen. Aber natürlich, das ist ja nicht mein Kanal, weil ich mache diese Videos ja nicht für mich, sondern ich mache sie für euch, und deswegen meine Bitte an euch, was würde euch denn interessieren? Was sind denn die Dinge, die ihr gerne auf diesem Kanal sehen wollt? Also, wollt ihr mehr Strategien haben? Wollt ihr mehr mitbekommen, wie es so drumherum zugeht? Wollt ihr mehr Einblicke in unser Handelsbüro haben? Was genau wollt ihr haben? Schreibt mir das bitte. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mir als E-Mail. Einfach an die info@optionsstrategien.com, Stichwort YouTube. Und dann bekomme ich das direkt bei mir auf dem Schreibtisch und dann kann ich das machen. Und das ist jetzt der letzte Punkt. Wollt ihr vielleicht auch mal hier mit auf diesen YouTube-Kanal kommen? Das heißt, habt ihr eine spannende Geschichte zu erzählen aus dem Optionshandel? Habt ihr einen besonders guten Trade gehabt? Habt ihr einen besonders schlimmen Trade gehabt? Habt ihr etwas gemacht, wo ihr viel draus gelernt habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist es doch wert, dass auch die anderen Leute hier im Kanal das hören? Wollt ihr vielleicht sogar selbst regelmäßig was auf YouTube veröffentlichen zum Thema Optionen? Dann biete ich euch an, macht das mit uns gemeinsam. Kommt zu uns ins Team. Wir übernehmen das alles, was die Technik angeht und so weiter und so fort. Da müsst ihr überhaupt nichts machen, das übernehmen wir alles. Und wenn ihr also was zu sagen habt und ihr wollt es auch gern sagen, dann nehmt mit mir Kontakt auf. Wie gesagt, entweder eine kurze Nachricht an info@optionsstrategien.com oder in den Kommentar, wie auch immer, schreibt mir, und dann sehen wir euch vielleicht auch hier bald in dem Kanal. Mich würde das super freuen, wenn es mehr private Händler geben würde, die hier etwas von ihrem Handel offenbaren, weil das ist das, wo man am allermeisten davon lernen kann. Nicht nur aus den Super Trades, sondern auch aus den Trades, die nicht so gut liefen. Das bringt uns alle voran und das macht uns alle besser im Handel. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, und es war wirklich so, dass ich dann, als wir so 995 Abonnenten hatten, habe ich dann schon immer mal wie ein kleines Kind so jede Stunde mal geschaut, und dann wurde es einer mehr und plötzlich waren es dann genau 1000, und da habe ich mich also wirklich riesig drüber gefreut. Und jetzt gehen wir das nächste Ziel an. Ich weiß nicht, 2500 würde ich sagen, oder? Damit wir auch ein bisschen was haben, worauf es sich lohnt hinzuarbeiten. Also das wird noch ein bisschen dauern, aber vielleicht schaffen wir das ja gemeinsam. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und hier geht es also demnächst weiter mit neuen, frischen, aktuellen Videos für euch. Schreibt mir, was euch interessiert. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Video. Ich bin's, euer Jens. Servus, macht's gut.